So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir suchen uns kurz irgendwas zum Hinsetzen oder zum Kamera anbringen. Es hat die ganze Zeit geregnet, alles ist nass. Deswegen immer mit Gummischuhen raus, dass ihr keine nassen Strümpfe kriegt. Wenn ihr keine anhabt, dann könnt ihr auch nicht nass werden. Das sind die Profi-Tipps. Da liegt noch eine Unterhose. Nee, das ist glaube ich hier eine Mütze oder so. Da hat jemand seine Mütze vergessen. Ich nicht. Meine habe ich auf dem Kopf. Wir haben nämlich ein Ticket geschenkt bekommen von Tode Oma. Und was da drin ist, was für Aufgaben uns da erwarten, das gucken wir uns jetzt an. Heute ist die Fashion Week. Heute ist bei mir Mittwoch. Ich werde das vorbereiten, vielleicht für Samstag, weil Donnerstag, Freitag ist auch nochmal Raid-Boss-Wechsel. Alles hin und her mit neuem Mega-Raid und dem ganzen Zeug. Aber jetzt suche ich mir erstmal einen Platz, wo ich hier die Kamera hinwuchten kann. So, da habe ich euch hingehangen. Das erste, was ich machen möchte, ist erstmal in meinen Shop reingehen. Ich habe durchs tägliche Arenensetzen natürlich wieder 200 Coins zusammen. Die möchte ich jetzt ausgeben. Ich bin bei den Pokémon jetzt bei 650 Plätzen angekommen. Ich bin bei den Items bei 950. Da ich viel mit dem Klicker momentan arbeite, brauche ich natürlich viele rote Bälle. Also ich nutze immer das Gotcha. Das Gotcha Evolve, kein Pokéball Plus oder irgendwas, weil das ist mir alles zu viel Spielzeug. Das ist stylisch, das nehme ich. Die Plätze für die Pokémon reichen an sich aus. Die C-Days sind momentan nicht so interessant, die kommen. Da braucht man nicht so viel Platz, da muss man nicht so viel spielen. Deswegen gebe ich momentan meinen Platz wieder aus für Items. Jetzt muss ich aber hier runter. So, Itembeutel, genau, mach mal nochmal. Denn der ist die ganze Zeit am Limit, gerade wenn man Rockets macht oder so, musst du viele Tränke aufheben, viele Beleber, wenn du jetzt viele Sonderbonbons kriegst, gerade nach der Raid-Tour ist mir das aufgefallen, da war es schneller voll als sonst. Deswegen möchte ich jetzt ab und zu mal ein paar Items auch aufheben. Dann seht ihr schon, hier sind überall Schatten drin. Und an den Schatten sind auch so komische Symbole. Wer das immer noch nicht weiß, das zeigt euch, dass die Teil einer Sammlerherausforderung sind. Wenn wir nämlich jetzt hier auf die Liste gehen, haben wir eine Sammlerherausforderung zur Fashion Week. Alle Schatten, die hier da sind, muss ich noch fangen, sind erneut, zählen hier für die Sammlerherausforderung. Und das sind alles kostümierte Pokémon, wo hier diese Mütze noch mit dran ist. Das ist wichtig. Die alle wegfangen, gibt es dann da was raus und ein Zähler auf eurer Medaille. Und das hier ist die Forschung von Tode Oma. Für, glaube ich, $2 gab es die. Deswegen heißt mein Buddy jetzt schon wieder Tode Oma. Fange 10 Pokémon, fange 20, fange 30, fange 40. Verwende 10 Bären beim Fangen von Pokémon, verwende 20 Bären. Mach Schnappschüsse von 4 verschiedenen Pokémon im Freien, von 6 verschiedenen Pokémon, von 8 verschiedenen Pokémon, von 10 verschiedenen Pokémon. Wir müssen also im Freien, wenn wir es noch nicht gefangen haben, hier so einen Schnappschuss machen. Drücken wir mal drauf, gehen zurück, müssen aber auch eine Beere füttern, müssen das dann eintüten. So. Ja, daneben, wunderbar, perfekt. Und jetzt müsste das, genau, fange einen Pokémon ist fertig, verwende eine Beere ist fertig, mache Schnappschuss. Das zählt jetzt überall einfach dazu. Hier unten haben wir jetzt auch ein Häkchen dran bei der Sammlerherausforderung, dass wir einen Glibungel gefangen haben. Mein Ziel wird sein, natürlich meine Raid-Pässe jetzt in dieser Fashion Week in Dragoran reinzupumpen, weil ich da einfach Bonbons sammeln möchte und mit dem Habanero Free-to-Play-Account sowieso nicht auf Legendäre gehe. Da gehe ich auf andere. Dragoran kommt mir da gut gelegen. Es ist jetzt kein Dragoran da. Ich versuche aber in diesem Video noch ein Dragoran einzubringen, die Aufgaben hier zu lösen und euch dann zu zeigen, wenn ich alles fertig habe und das alles abhole, was da drin ist. Und da ist ja noch ein Dragoran mit drin. Aber ich fange ein bisschen was und guck mal, ob ich die nächsten Tage einen Dragoran-Raid finde. Den mit reinbau und dann gucken wir uns den Rest an. Dankeschön, Tode Oma, für das Ticket. Am Ende winken nämlich wieder 2 freie Raid-Pässe. Das finde ich sehr cool. Das ist Habanero Lime und Tode Oma. So, da habe ich endlich einen Dragoran-Raid gefunden vor mir. Aber ihr seht, es ist stockdunkel, man sieht überhaupt nichts. Ich habe aber eine geheime Waffe. Und zwar das hier. Und damit laufe ich jetzt einfach mal hier querbeet hier rein irgendwie. Richtung dem Raid, ich habe keine Ahnung. Hier ist das Handy, ich leuchte mich jetzt selber irgendwie an. Ich weiß nicht, ob ich mich hier irgendwo hinstellen kann. Die Kamera irgendwo dagegen hauen oder so.
Hier ist auf jeden Fall der Dragoran Raid. Irgendjemand hat jetzt auch eröffnet oder will da rein. Ich guck mal rein, wer es ist. Ich habe mir die Leute ja schon eingespeichert, wen ich einladen muss. Ja, Blood and Tears ist drin. Ich hau jetzt einfach mal die anderen mit rein. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das mit einer Hand irgendwie hinkriege. Matze, Zimtstern, Pokehunter, Creeper. Sind noch drei übrig. Drei Leute sind noch übrig, aber das ist viel zu hell. Ich muss das mal hier ein bisschen so ein bisschen dunkler machen, dass man sich dann ein bisschen anleuchten kann und trotzdem irgendwie was von der Umgebung sieht. Am besten wäre es, wenn man die Kamera trotzdem irgendwo hinstellen kann. Das ist alles ein bisschen spontan gerade. Jetzt weiß ich, wie sich Naturin immer fühlt, wenn er mit seiner Leuchte sich in die Fresse leuchtet und dann einfach gar nichts mehr sieht. So wie ich ungefähr. Deswegen packe ich es jetzt wieder von mir weg. Lauf mal hier ein Stück rüber. Ich kann jetzt das zweite Mal einladen. Und habe jetzt hier noch Henry, Niki, Shenaya und Schnurzelpur. Dann kann ich euch auch gleich erklären, was hier los ist. Und wieso ich schon wieder übelst abgenervt bin. So, da ist eine Straßenlaterne. Das sieht gut aus. Vielleicht hätte man jetzt auch gar keine Beleuchtung gebraucht, weil man die einfach hier dran machen kann und dann sieht man auch was. Achso, den Samyang habe ich auch einstecken, den müsste ich eigentlich auch mit in die Arena schmeißen. Warte mal, ich versuche mal hier, das irgendwie da dran zu kriegen und hier gegen zu drücken, dass dann vielleicht das irgendwie hält oder so. Hält das jetzt? Ne, es hält natürlich nicht. Es hält nicht. Der Nudel-Account ist auch nicht drin. Oh mein Gott. Fail des Tages. Ja, egal, dann stehen wir jetzt hier halt rum. Leuchten uns einfach selber an, sodass wir gar nichts mehr sehen. Machen diesen Dragoran-Raid. Ich bin den ganzen Tag jetzt auf Suche gewesen nach einem Dragoran-Raid. Ich habe jeden Dreier, den ich gesehen habe, habe ich mir extra angeguckt. Alle, ich habe mir immer zu Wecker gestellt, sobald ein Dreier aufgeht, um zu gucken, was das ist über Campfire, um dann Zeit zu haben, den zu posten, noch dahin zu fahren. Es hat bis jetzt gedauert, 17.48 Uhr habe ich endlich hier im Park einen Dreier gefunden, der ein Dragoran ist, weil ich unbedingt einen Dragoran hier in das Video mit reinbauen wollte. Da ist er. Ich habe ja gesagt, meinen täglichen Pass werde ich während der Fashion Week immer mit Dragoran machen. Bonbons farm und so Zeug. Die legendären nützen mir alle nichts mehr auf dem Account, deswegen mache ich das alles mit den Dreiern. Das ist eigentlich ganz cool. Mega Knackrack habe ich ein bisschen gefarmt. Dragoran können wir auch ein bisschen farmen. Jetzt habe ich leider keine silbernen mehr, so viele. Jetzt muss ich, boah, wie fängt man denn jetzt wieder? Ich halte euch mal hier so hin. Dann mache ich mal diesen, dann werfe ich mal hoch, dann werfe ich mal drüber. Mit der Hand, wo man das Handy hält, muss man auch gleichzeitig die Kamera halten. Und dann habe ich trotzdem verschossen. Es ist alles hektisch, es ist alles brutal, es ist alles durcheinander. Einfach fabelhaft geworfen. Eins, zwei, ist wieder rausgekommen. 14. Ich will trotzdem doppelte Bonbons haben. Ich weiß nicht, wie krass Dragoran ist. Er hat hier einen knüppelroten Kreis. Die Kamera verabschiedet sich. Rutscht immer mehr hier rüber. Ey, du kannst du auch einfach nicht fangen. So, jetzt wieder festhalten. Gucken, ob der reingeht. Der ging auf jeden Fall schön down. Ne? Drache, Flug. Hier mit Eis und so. Ich habe noch ein paar Bälle übrig. Das heißt, ich werde ihn trotzdem versuchen, an die Kamera, mit dem Finger an die Kamera geschubst. Das ist, jetzt ist er drin. War das jetzt ein gelber? Ja, 40 Bonbons. Na das lohnt sich wenigstens. 5XL 40 Bonbons, da haben wir einen. Mit einer Fliege, mit einer Sonnenbrille. Das kann aber noch nicht alles sein. Das ist der erste Dragoran Raid, den ich jetzt gemacht habe, mit dem freien Pass von heute. Am Mittwoch, am Donnerstag will ich Kobaldium mit dem freien Pass machen. Am Freitag möchte ich Mega Kangama mit dem freien Pass machen. Und alle anderen freien Pässe gehen dann ins Dragoran, aber nur die täglichen. Da wird wahrscheinlich nicht so viel übrig bleiben, weil die Fashion Week endet schon wieder in 4 Tagen. Das heißt, dann steht dort 3, dann steht 2. Das heißt, 2 weitere Dragoran-Raids kann ich nur machen. Ich gehe jetzt mal wieder vorne an die Straße, wo das Auto ist, mit dem ich hergefahren bin. Und weil wir einmal draußen sind, kann ich auch die ganzen Sachen abholen hier von der Forschung.
Fashion Week Laufsteg Stars. Das ist nämlich alles fertig. Hier unten die Sammlerherausforderung ist fertig. Aber erstmal laufe ich jetzt wieder davor, weil da ist eine Straßenlaterne. Vielleicht blendet es dann nicht mehr so. Vor allem kann ich euch dann auch abstellen. So, ich stehe jetzt hier am Auto. Weil ich ja mit der Nudel eben nicht mitgemacht habe, möchte ich nochmal kurz eine Lobby mit der Nudel machen. Hab nochmal ein paar Leute eingeladen, die gerade online sind. Andy Project und 1807 Prinzessin sind drin. Grüße gehen raus an die beiden. Gehört auch zusammen. Bowling Ball ist auch reingekommen. Bowling Ball, auch Grüße an ihn hier an der Stelle. Wir machen mal fix den Raid. Wenn es was ist, dann ist es was. Wenn es nichts ist, ist es nichts. Vielleicht ist es ein gutes, vielleicht ist es ein shiny. Sage ich euch aber gleich. So, da bin ich zurück ein letztes Mal und ihr seht schon, es ist halt wirklich einfach dunkel. Wir machen mal hier das Licht an, auf die Stufe. Warten kurz, bis das Auto zurück ist, vorbei ist. Weg ist! Wir warten, bis das Auto weg ist. Dann gucken wir uns mal noch kurz die Ausbeute an. Ein, was kann ich euch nämlich sagen? 26,55 war ganz gut. Der Nudel-Account hat eins mit 26,37 gehabt. Kein Shiny war schlechter als das. Hat es mit silberner Sananabeere gefangen und hat 46 Bonbons bekommen. Das ist auf jeden Fall krass und das möchte ich die nächsten Tage jetzt auch machen, immer Dragoran so zu fangen. Was ich euch noch zeigen kann, was ich richtig cool finde, in den letzten Tagen sind mir durchs Go Plus wieder ein paar Shinies ins Netz gegangen, wie das Vulpix hier, das Magnetilo, das Litomyth und heute nicht durchs Go Plus, per Hand gefangen, ganz frisch in der Fashion Week, dieses Felino. Das fand ich richtig cool mit der Mütze, aber ich habe im Infovideo auch gesagt, da hätte ich gern eins. Jetzt ist eins da, das würde ich auch nicht entwickeln. Und wenn man ein zweites kriegt, vielleicht könnte man es entwickeln, würde ich aber erstmal so lassen, weil das halt mega genial aussieht mit dieser Mütze dran. Dann gibt es ja Showcases angeblich mit Molly Morba und Gastella. In den drei Showcases, wo ich sitze, ist jedes Mal nur Gastella drin. Ich bin jetzt hier, oha, ich bin jetzt hier auf Platz 2 gerutscht. Da muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich da vielleicht sogar noch ein besseres habe und wieder auf Platz 1 zurückkomme. Denn der Klicker auf dem Weg hierher hat auch wieder ein paar Gastella mitgenommen. Jetzt wieder Platz 1, das passt, das können wir so lassen. Dann können wir abholen. Erstmal unsere Sammlerherausforderung. Da musstet ihr heute die kostümierten Pokémon fangen. Da gibt es auch ein Pokémon drin als Pokémon-Belohnung. Da ist auch ein Dragoran drin. Oh mein Gott, und vor allem, das kann nicht fliehen. Das kann nicht fliehen. Wir können uns also Zeit lassen und können das jetzt wirklich hier mit gelber Beere fangen für die Bonbons. Das ist richtig genial. Haut das drauf, egal. 16 Beeren habe ich noch. Das heißt, ich kann 16 Versuche noch wagen auf dieses Dragoran, was halt auch kein Shiny ist. Aber vielleicht hat es recht gute IV, obwohl ich glaube ich schon meine Dragoran-Armee fertig habe. Würde ein 100er mit dem Kostüm würde man auf jeden Fall aufheben. Wenn es kein 100er wäre, dann keine Ahnung, das mit den höchsten IV könnte man vielleicht mitnehmen. Ansonsten so ein grünes mit Kostüm wäre halt genial, aber ist jetzt auch kein Muss. Ich habe ja immer zu keinen Platz auf dem Account. Hier ist es jetzt drin. Ist wie gesagt dann aus der Quest, also Level 15. Wir haben 40 Bonbons bekommen. Wir bewerten es mal. Es ist richtig schlecht. Das heißt, drei Werte über dem Mindestwert, was eigentlich nichts ist. Ja, zwei Sterne auch nur. Aber wir haben ja noch diese Sachen hier. Denn die Sammlerherausforderung ist zu Ende und das ist jetzt das, was Tode Oma mir als Ticket geschenkt hat. Ihr könnt hier was abholen. Ein Dickdar. Wir versuchen das mal mit dem Schnellfangtrick immer jetzt hier durchzugehen. Wo man auch schon wieder gehört hat, dass schon wieder Leute gebannt wurden. Oder dass Konten eingeschränkt wurden. Dein Konto wird eingeschränkt, wenn du den Schnellfangtrick zu oft machst und zu viel nutzt und dadurch zu viel Catches hast oder irgendwas. Also keine Ahnung. Ich spiele am Tag ja nicht mehr so viel. Ich spiele eigentlich nur, wenn ich ein Video mache. Ansonsten, wenn ich zum Einkaufen fahre, ist der Klicker an und dann ansonsten tut sich nicht mehr viel. Wir kämpfen uns jetzt mal hier durch. Und ich habe die Vermutung, dass hinter diesem Ticket für 2,50 Euro oder wie viel das kostet, jedes einzelne kostümierte Pokémon steckt. Hier ist sogar ein Shinox mit drin. Können da gerade momentan, glaube ich, nur im Raid antreffen oder in der Feldforschungsaufgabe. Hier ist es Teil des Tickets. Kirlia ist ja auch dabei, auch im Ticket. Also danke nochmal an Tode Oma für das Ticket. Ich sammle die Kostümierten jetzt zwar nicht. Das heißt, die weiß, werde ich alle verschicken.
Das Sneeble würde ich vielleicht aufheben, weil das sieht immer aus wie Leon der Profi, also Jean Reno. Das Absol. Ich brauche eh irgendwann ein Absol auf dem Account, was ich noch zum Mega-Absol mache. Würde ich da vielleicht eins aufheben und das mit der Sonnenbrille dazu machen, weil das ist trotzdem kein guter Unlichtangreifer. Da geht es nur ums Aussehen. Hier ist noch ein kostümiertes Smetboot drin. Alter, was ist denn mit der Bär los? Immerzu geht das auf die Banane. Und jetzt haben wir ganz am Ende 5000 EP, nochmal zwei Premium-Kampfpässe und nochmal ein Dragoran, diesmal mit 1582. Wenn ihr euch den Wert gemerkt habt von vorhin, wüsstet ihr jetzt schon, ob das besser oder schlechter ist. Aber da das andere ja gefühlt das Schlechteste ist, was man kriegen kann aus der Forschung, gehe ich davon aus, dass das hier viel besser ist. Haben wieder 40 Bonbons mitgenommen, haben immer noch zwei Sterne, aber wenigstens 14, 10, 10. Das war das Ticket von Tode Oma und zum Abschied kann ich euch sogar noch ein Shiny zeigen, was mir in der Feldforschung vorhin hinterhergerannt ist. Das meine ich nicht. Da bin ich gerade noch an was dran. Ach so, Moment. Ich muss ja auch bewerten erstmal. Und zwar bewerten die, die wir jetzt hier bekommen haben aus der Feldforschung, also aus der Aufgabe, wie gut die sind. Hier ist zum Beispiel ein 96er Dick da. Schlecht, 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 schlecht. Alles ist schlecht. Da würde ich doch eher nach dem Level gehen. Das Absol sah gut aus. So, das sind alle hier. Und jetzt zum Abschluss, pass auf, für euch noch ein Shiny Smetbo. Das können wir noch mal zeigen, das können wir noch mal kurz hier drauf. Ihr seht, das schwebt hier in der Luft. Das ist das Shiny Smetbo. Guckst dir an. Wie kann man das machen, dass das hier noch mal schön mit seinem... Ja, sieht man so nicht. Wir werfen mal hier einen Ball drauf. Und versuchen, dass das jetzt hier drin bleibt. Weil es auch aus einer Quest ist, aus einer Feldforschung, müsste das ja auch gute IV haben. Oh, 14, 14, 14. Das sieht eigentlich cool aus, oder? Was sagt ihr dazu? In Mining gefangen, das war's. Das war der Raid, das war alles, das war die Forschung. Das war Tode Oma. Und ich glaube, weil morgen der Community Raid ist, werde ich das Ganze trotzdem am Freitag aber schon hochladen. Und Kangama, mach mal halt Samstag. Obwohl wir den Freitag raiden, machen wir den Samstag als Video zum Hochladen, weil das finde ich cool, das muss online. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon ein Dragoran, ein grünes, mit Kostüm als Shiny? Was habt ihr so bekommen als Shinies? Schreibt's mal rein. Und danke nochmal, Tode Oma, für das Ticket. Immer wieder gern. Du siehst, wer mir ein Ticket schenkt, dann werde ich mich immer bemühen, dann die jeweiligen Forschungen dafür aufzuzeichnen. Jetzt ist hier gerade Raid-Stunde. Überall ist Viridium da, interessiert mich aber nicht, denn mein Daily Pass ist ja weg ins Dragoran geflossen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.